Heute habe ich eine Radtour zur Hedwigquelle gemacht. Und da oben rechts war ich in mein Schild in Messing, das ist weggemacht worden. Stattdessen steht jetzt hier kein Trinkwasser. Wir haben es 31. März 2013. Hier gibt es zwei Feuerstellen, legale Feuerstellen. Ich bin mit dem Liegerad unterwegs und habe ein bisschen Ausbeute dabei. Diesen Pilz, ich weiß nicht genau, was es für einer ist. Der war in einem umgestürzten Baum dran, mit ganz viele solche Pilze. Da habe ich mir einen mal mitgenommen. Lass ich mal trocknen, kenne mir nicht so aus. Ein bisschen Bärlauch. Und dort hat das Forstamt, hat Birke umgefällt. Und da bin ich mal gleich hin und habe mir vom Stamm noch ein bisschen Birkenrinde da mitgenommen. Hier ist also auch gut, richtig gut zum Picknick machen. Am besten in so einer Zeit, wo das Wetter für die Buschkrafter richtig ist, für die Otto-Normalverbraucher nicht. Hedwigquelle ist zwischen Ettlingen und Karlsruhe-Wolfertsweier. Es gibt hier wirklich die Möglichkeit, schön Picknick zu machen. Hier sind dann ganz viele Buchen. Sobald die Blättchen rauskommen, kann man hier richtig schön Salat ernten. Gleich verspeisen. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Ich wollte mein Shelter auch noch mal wieder besuchen, das sich da hinten im Dickicht verbirgt. Jetzt gehe ich mal von der Straße dahin. Also ungefähr 50 Meter. Dass ich hier Richtung Shelter laufen muss. Mal sehen, wie es wieder aussieht. Wie es noch aussieht und ob das Gras darunter noch trocken ist. Ja, ist trocken. Ist noch trocken. Die Matratze existiert noch. Ist da hinten was? Ja, alles trocken. Schön. Gut. Ja, Stolper, Stolper. Und wie heißen die? Buschwindröschen oder wie heißen die? Keine Ahnung. Jedenfalls von diesem Gras hier was hier überall so oben trocken ist, kann man wunderbar als Matratze nehmen, dann als Laken würde ich sagen. Ja. Da hinten, wo ich es platt gelegen habe, da muss ich noch ein bisschen
dünnste Zweige unterfüttern und noch von diesem Rohrzeug holen und noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ich komme bestimmt zurück. So. Rundumschott, so ruhig. Heute ist Feiertag und sogar die Autobahn ist weniger befahren. Und da ist der Baum, wo oft die Spechte drin. Dran picken. Ist dann immer so idyllisch. Also, das war's für heute. Und tschüss. Stadion, wo ich gerade hier vorbeigefahren bin, gibt es diese Parkplätze. Bis dahin darf auch mit dem Pkw fahren. Das heißt, hier Karlsruhe, Durlach, das Autobahnabfahrt Karlsruhe, Wolfratsweier. Geht doch.
Weg zu mir nach Hause innerhalb von Karlsruhe, Durlach, Aue. Da spare ich euch jetzt mal. Das ist doch jetzt an sich. Also dann, eine kleine Empfehlung, wer in der Nähe ist. Eine Restaurantempfehlung möchte ich echt mal geben. Amerikanischen Burger zu essen. Oh, da habe ich jemanden verunsichert. Und ja, so sieht das aus. American Diner. Sorry, no fast food. Richtig gute Sache.